Ja, Tatsache, hier geht's nicht mehr weiter dann. Ganz ehrlich, wenn jetzt noch eine Ebene kommt, dann wird's langsam doch crazy. Speichern wir mal zwischendurch. Das hier sind wieder eine Menge Wolfsratten. Zaritus, Zaritus, Astus. Ich versuche mein Bestes. Ich nehme die Sache in die Hand. Lass das mal vorgehen. Alle mal hergehört. Sie hat die ganzen Pfeile schon verballert. Okay. Okay. Furax. Sterbend. Okay, nicht so gut. Das heißt, wir brauchen nachher viele Wundverbände. So, erstmal Vorgrim. Gut, die kritische Wunde ist gleich weggegangen, komplett. Das ist gut. Und bei ihm sind jetzt die Wunden auch weg. Das ist auch gut. Gott sei Dank haben wir mehr als genug Verbände. Es bringt also was, Verbände zu horten. Wobei wir einen Teil, also 40 Stück dürften reichen. Die mit uns rumschleppen, aber das war jetzt gerade doch ein bisschen heftig. War da eine Wolfsratte dabei, die etwas stärker war? Oder war das jetzt einfach nur richtig, richtig Pech? Also ich glaube, das war richtig, richtig Pech. Wie gesagt, der Wundbrand, der hilft uns auch nicht wirklich, aber gegen die ganzen Wolfsratten müssten wir den ständig wegmachen, also müssen wir gehandicapt gegen sie kämpfen. Solange wir nicht jemanden haben, der sie direkt wegmachen kann. Und ich glaube, wir kommen jetzt langsam ans Ende. Oh, wieder eine ganze Horde. Lass das mal Vorgrim machen.
Ark Vatos. Folgt mir. Jeder muss Menno ja am meisten einstecken. Diesmal läuft es aber besser. Bis Vorgrim wieder zwei Wunden kriegt. Die nehmen aber auch gut Wunden. Okay. Das bin ich. Zeritus, Zeritus, Astus. Gute Entscheidung. Okay, misslungen. Das ist nicht so schön, aber ist nicht so schlimm. Gut. Diesmal hat es gewirkt. Die zwei Wunden sind weg. Wetten wir, aus diesem Einsturz hier kommen gleich wieder Ratten, wenn ich in die Richtung gehe. Vorrat, ich mach das schon. Wisst ihr, das ist echt fies manchmal. Das hier ist ein komplettes Durcheinander. Könnt ihr euch mal richtig gut stellen. Na klar. Zeritus. Alle mal hergehört. Ich versuche mein Bestes für Ardos. Man denkt, es sind nur vier Wolfsratten. Da kommen auf einmal noch mal zwei oder drei angerannt. Dieses Mal zum Glück nur zwei. Amazone voraus. Ich glaube, die ganze Ausbeute an Sehnen und so, die ich von den Wolfsratten jetzt hier unten sammle, die kann ich verkaufen, weil ich glaube, wir haben doch genug Sehnen und Lederbände in unserem Anwesen gebunkert. Ja. Das ist jetzt niedlich. Alles klar, Candidus. Bei Angros. Ich nehme die Sache in die Hand. Für die Königin. Für Rondra. Das bin ich. Gute Entscheidung. Ganz ehrlich, wie viele Seelen... Ja, wir haben schon sehr viele Seelen und Lederbänder wieder.
Ja, hier ist Gülle. Und hier ist wieder der ganze AB. Schwarze Wolfsratten. Na klar. Arg war. Aufgepasst. Oh, diesmal geht halt auf Gladys los. Kann die das? Aber zum Glück auch nicht lange. Ich nehme die Sache in die Hand. Au. Dieses Mal muss Rondra einstecken. Ulana. Rondra. Ja, genau, ich habe Rondra. Die Göttin der Amazon in der Gruppe, das wär's. Also ja, mit Verwunden haben sie es jetzt gerade, aber zum Glück kriege ich die Wunden noch, kriege ich die Wunden leicht los. Sieht übrigens lustig aus, wie sie jetzt so halb im Boden stecken. Ah, klingt so, als wären wir schon wieder durch. Das heißt, es war immer noch nicht die letzte Ebene. Eieiei, wie tief es hier runter geht. Hier geht's nicht weiter, also brauchen wir da gar nicht weiter gucken. Hier geht's mal wieder übers Wasser. Ja, hier ist Warwash. Ah, Garroschen. Wir sind schon ziemlich tief, die vierte Ebene. Tiefer war ich selbst noch nicht, also haltet die Augen gut auf. Wenn ihr was braucht, kommt zu mir. Ja. Doch wenn ich es mir recht überlege, wird schon in der... zum Botaniker vor Ratten in diesen Mengen gewarnt. Fühlt ihr euch wirklich gewappnet und erfahren genug, um dieses Risiko einzugehen? So die Gefahr zu groß sein, zieht euch lieber erst einmal zurück und kommt zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Sie haben hier einfach zu tief gegraben. Viel zu tief gegraben. Doch ihr müsst entscheiden. Alles, was ich brauche, sind noch ein paar Verbände. Eine große, schwere Riesenkeule habt ihr nicht. Vielleicht dabei nehme ich mal stark an. Nein, hat er nicht. Okay. Und ja, Verbände haben wir selber genug. Gerade. Hey, vier Bolzen. So, Quellwasser. Vier Bolzen für dich. So. Aber wenigstens hat er uns jetzt damit bestätigt. Wie viele Bolzen hast du eigentlich? Noch acht.
hat uns eigentlich jetzt gerade bestätigt, dass wir eigentlich jetzt schon am Ende sein müssten. Und jetzt hat auch noch Gladys Wundbrand.